Die nehme ich gut. Guck, guck. Das sehen. Okay. Ich glaube, man sieht mich gar nicht. Doch. Man sieht dich und Martha. Echt? Aber das ist doch viel zu tief. Du siehst doch nur... Mich sieht man doch gar nicht. Es ist nur Martha. Doch. Ich sehe beide. Okay. Hallo, Julius ist jetzt auf Tour. Er ist ja Schlagzeuger und ist heute Morgen losgefahren. Das war ganz traurig, weil die Kinder, wenn ihn wirklich doll vermissen, ich natürlich auch. Mathilde hat so doll geweint, weil sie so Papa bezogen ist. Mathilde haben wir zur Englischschule gebracht. Damit fängt sie nämlich heute an, dass sie so einen Englischkurs machen darf. Das wollte sie auch gerne. Sie hat immer gesagt, ich möchte Englisch lernen, ich möchte Englisch lernen. Und wir sitzen hier auf dem Spielplatz und warten, dass der Kurs zu Ende ist. Sieht man dich auch gut? Ja, du bist ganz nah. Papa, hallo. Der steht heute Abend auf einer großen Bühne und spielt Schlagzeug. Und Torfin singt. Voll komisch, ist voll leer hier auf dem Spielplatz. In Prenzlauer Berg sind um diese Uhrzeit alle Spielplätze voll. Und eigentlich, ich meine, wir sind mitten in Charlottenburg, es ist schön hier und es wohnen viele Kinder hier, aber es ist leer. Mach ihn rein. Drück auf den Knopf und spring raus. Wer will einen Stock? Wer will? Ich will. Okay. Nochmal sehen, wie dein Pfeil fliegen kann. Ich habe mich ja schon gewundert, wo Magnus hin ist. Er war da hinten und hat Stöcker gesucht. Ich hatte schon seit Wochen vor, regelmäßig so kleine Tagesupdates zu machen. Und jetzt ist ja Julius unterwegs auf Tour mit seinen Bandkollegen. Und dann nutze ich jetzt die Chance, kann ich Julius abends nicht mehr erzählen, wie mein Tag war und was mich bewegt hat. Jetzt kann ich es euch erzählen. Meine Freunde wohnen auch nicht so direkt neben mir, sodass ich da keinen besuchen kann. Ja, also heute Nachmittag sind wir zum Englischkurs und morgen kommen die Kinder schwimmen. Und Nadja hat Geburtstag. Und Mittwoch kriegen wir Besuch von unserer Freundin Emmy und unserem Kumpel Max. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das sind Freunde aus der alten Kita. Und dann kommt Julius schon bald wieder. Yippie. Und eigentlich hatte ich für die Kinder nie so ein Programm. Wirklich nie. Also wir sind nachmittags zu Hause oder auf dem Spielplatz, je nach Wetter. Und jetzt werden die Kinder aber größer und sind auch nicht mehr so ganz ausgelastet. Vor allen Dingen, weil Mathilda höchstwahrscheinlich nicht zur Schule kommen wird. Sie möchte aber lernen. Sie sagt, sie möchte eigentlich zur Schule. Und dann dachte ich mir, dann ist es wirklich cool, wenn sie dann jetzt zur Englischschule gehen kann, einmal die Woche. Und wirklich so ein bisschen Action haben. Also meine Kinder sind auf keinen Fall solche Kinder, die irgendwie montags Chinesisch lernen und dienstags dieses und jenes und voll durchgetaktet sind. Wir leben total in den Nachmittag hinein und sind flexibel und frei. Waren das auch immer. Als sie noch viel, viel kleiner waren, hatten wir nie was zu tun, haben nur abgehangen. Und es war auch immer toll, also uns hat das auch gefallen. Und jetzt merkt man das bei Mathilda ganz klar, also die ist eher dann in der Kita nicht mehr ausgelastet und hängt da so ein bisschen rum und hat jetzt nachmittags ein bisschen Actionprogramm. Ja, mit der Schule, das war ein riesen langes Hin und Her, weil Mathilda eigentlich zur Schule möchte und eigentlich auch mehr oder weniger schulreif ist. Aber wir als Eltern entschieden haben, dass es für Mathilda besser ist, noch ein Jahr zur Kita zu gehen und dort auch zu spielen und unbeschwert Kind sein zu können. Dann ist sie im nächsten Jahr nicht die Jüngste in der Schule. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, uns eine passende Schule auszusuchen. Deshalb haben wir das so entschieden. Hey, wir haben gesagt, der letzte Kiez. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Der Englischunterricht ist wirklich ganz nah. Wir müssen nur die Straße wieder runterlaufen. Mathilde hat super gefallen. Sie hat direkt gesagt, Mama, da möchte ich jetzt immer hin. Die haben da auch ganz spielerisch eigentlich eher Sportübungen gemacht. Und irgendwie mussten sie Obst und Gemüse einsortieren. Eben auf Englisch wurde das immer angesagt. Ja, und ein Kartenspiel haben sie, glaube ich, gemacht. Oder wie sowas wie ein Memory, ich weiß nicht genau. Mathilde hat es auf jeden Fall gefallen. Die Englischlehrerin war ganz süß. So, eben war so ein Moment, wo alles ganz kacke war. Alle schreien, Kanne schläft, Martha schreit. Toller Magnus hat geschrien. Jetzt ist alles schön. Hallo. Wir sollen schlafen. Nein. Wir liegen schon alle im Bett. Papa ist jetzt 4 Tage weg. Jetzt noch 3 Tage. Mama, nimm. Husti. Und wie kriege ich euch jetzt ins Bett? Na, du machst Baby und Tila und dann hör ich schon auf.
So, das war eben echt super anstrengend, weil ich wollte Martha ins Bett bringen und habe sie die ganze Zeit gestreichelt und sie wollte irgendwie nicht einschlafen. Und Mathilda und Magnus haben dann angefangen, voll eine Party zu feiern und sind hier den Flur runtergelaufen, immer runter. Und sollten sich alleine ausziehen und Zähne putzen. Das machen sie eigentlich auch, aber heute hat es nicht so gut geklappt. Dann habe ich Mathilda angemault. Dann hat sie geschrien. Martha hat auch nicht geschlafen. Jetzt liegen die drei alle in dem einen Bett, nur kurz zur Überbrückung. Mathilda und Magnus bekommen jetzt ein Hörspiel zum Einschlafen und dann bringe ich Martha nochmal ins Bett. Ja, das mache ich jetzt.